meine Fresse, Alter. Ich habe gerade schon wieder total die Bedenken, da jetzt durchzugehen. Ich wette, da passiert doch wieder gleich was ganz Schlimmes, oder? Sagt's mir, Freunde, passiert da gleich was Schlimmes. Bestimmt, ne? Da ist eine Tür auf jeden Fall. Hier ist irgendwie, was soll das sein? Soll es eine Art Spritze sein? Okay, die Tür geht auf. Okay, da schreit niemand. Nichts kommt mir entgegengerannt. Das scheint erstmal safe zu sein. Wir versuchen es. Ach du, what the fuck? What the fuck, was ist das da? Das ist keine Little Sister, oder? Wir haben hier auf jeden Fall vor uns Wasser. Sollte da gleich irgendwas Fieses sein, locke ich die so eiskalt ins Wasser, Freunde. Das kann ich euch versprechen. Was ist das für ein Schild? Sicherheit geht jeden etwas an. Was krabbelt da in meinem Garten? 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 Wo? Wo ist sie hingesprungen? Wo ist sie hingesprungen? What the fuck? Guck mal aus dem Fenster, da sind Leichen. Da sind Leichen. Ist irgendwas noch hinten? Nee, das war nur die Spitze. What the fuck? Wie sieht... Alter! Da möchte ich bitte nicht rein. Da möchte ich bitte nicht rein. Da möchte ich bitte nicht rein. Okay. Okay. Ist sie irgendwo da hochgesprungen? Die ist doch da oben. Kommt gleich irgendwo hier runter. Leute, die kommt hier gleich. Das ist ein Jumpscare. Meine Fresse, das ist bestimmt ein Jumpscare und ich schreie gleich wieder übelst los oder so. Kann ich was looten? Kann ich nicht. Oben kann ich auch was looten. Und jede Menge Muni. Alter, die ist doch gerade hingelaufen. Alter, ich hab grad richtig Angst. Was ist das da oben? So kann ich auch nicht springen. Da komme ich so auch nicht ran. Ach, diese Musik. Okay. Okay. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Moment. Moment. Die bricht doch gleich hier oben irgendwo lang. Die bricht hier. Die läuft hier gleich oben irgendwo lang. Alter, die trollen mich hier so in diesem Spiel. Da, seht ihr das? Das ist doch schon ein bisschen offen. Meine Fresse, die kommt ja doch bestimmt gleich runter. Oh Gott, Freunde. Alter, meine Pumpe geht gerade auf 100, 180 und höher. Moment. Nein, oh, kommt. Alter, bitte nicht schon wieder ein Bouncer. Moment. Die nehmen wir jetzt. Ich habe gleich die Schnauze voll, wirklich. Ich habe die Schnauze voll. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, haben wir an dessen Selbstlosigkeit. Wieso macht der jetzt nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wieso greift er mich nicht ist. An? Der krölt nur. Die Armen, das Militär, ich mach das jetzt. Der König oder Gott. Ich kann ihn nicht angreifen. Du fetter Walfisch! Wo? Alter! Ich kann ihn auch nicht angreifen. Was kann ich hier denn machen? Freunde! Greifen die mich gleich auch an? Lauf mal mit dem mit. Der scheint mich nicht zu... Oh, Moment. Wir hacken den. Okay. Ich weiß, ich stelle mich, glaube ich, gerade echt ein bisschen dämlich an. Oh Gott, die Maschine hat einen Kurzschluss.
komm schon. Geil, Auto hacken. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh Gott, ihr sollt jetzt nicht K.O. machen. Greift er mich jetzt an? Tut er nicht. Warum greift mich der Bouncer nicht an? Er warnt schon. Egal, wir machen ihn jetzt. Okay, los geht's. Was ist das für ein Vieh? Das ist kein Bouncer. Der charge mich nicht an. Ja, warum wehrt er sich denn nicht? Meine Güte. Alter. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß, das war voll scheiße von mir. Aber vielleicht war es doch gar nicht so schlecht, dass ich abgewartet habe, weil... Ich hoffe, ihr versteht mich anständig. Die heult ja richtig laut. Weil diese Viecher jetzt hier alle tot sind, die mir sonst die den Weg ein bisschen erschwert hätten. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Verbandskiste verleiht etwas mehr Gesundheit. Gegen was kann ich denn tauschen? Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht richtig nachgelesen. Ich höre was. Okay, da. Ziehen. Kannst du nicht vergessen. Wow, 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 wow. Wo bist du? Da rennst du. Hat er sich jetzt selbst in die Luft gesprengt oder wo ist er? Ja, da ist er. Meine Güte, Leute, wirklich. Bitte, lass mich mich doch mal eben kurz um das Mädchen hier kümmern, okay? Nein. So, wir machen es ja schon. Nein, nein, nein. Bringt mir ein Geschenk? Tennebaum möchte dich belohnen. Ja, danke, dass ihr diese Info wieder super schnell wegschaltet. Da oben ist einer. Wo bist du? Da ist er. Warst du der Letzte oder da kriege ich gleich noch mehr Besuch, du Arschloch, Alter? Meine Güte, langsam gehen die mir richtig auf die Nerven. Was ist denn hier unten? Komme ich hier irgendwie durch? Komme ich hier durch? Wir versuchen das mal mit Telekinese. Okay, ich kann es mit Telekinese nicht rausreißen. Ich glaube, ich hätte mich hier hinstellen müssen oder so. Ich krieg das hier von mir aus, kriege ich das leider nicht auf. Einmal versuche ich es noch, aber eigentlich ist es zu wertvoll, um hier das ganze Zeug zu verschwenden. Na gut, ich komme hier leider nicht durch. Schade. Aber da hinten ist noch was. Aufheben, aufheben, aufheben. Snack, snack, snack. Hier ist ein Stuhl, warum auch immer. Und hier haben wir ein Tagebuch. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Du wirst nichts erkennen, weil du bist vorher tot und sprengst dich selbst in die Luft. Vielen Dank auch für diese Mühen. Okay, da ist nichts. Da ist gerade eben noch irgendwas hingefallen, oder? Da hinten in der Ecke haben wir noch was. Oh Gott, dieses Schleichen hier ist aber echt ein bisschen anstrengend. Also ich muss ja sagen, die Story an sich ist ja ziemlich cool, aber manche Gegner sind einfach nur übelst nervig. Okay, ich soll auf jeden Fall noch ein Geschenk erhalten. Ich bin mal gespannt, was.
Wo kommt der denn jetzt wieder her? Das ist noch ein Baby. So. Headshot. Ja, komm. Jetzt haben mich doch eh schon alle gehört, oder? Okay. Moment. Liebling. Headshot. Sag mal, wo ist eigentlich die Tussi, die ich ganz am Anfang entdeckt habe? Und spawnen jetzt hier die gesamte Zeit irgendwelche Typen nach? Oder habe ich die irgendwann mal hier alle aus dem Weg geräumt? Das ist auch hier total die Ablenkung, würde ich sagen. Weil ich habe jetzt schon... Also ich hätte jetzt schon fast vergessen, dass wir am Anfang gerade so eine komische Frau langlaufen gesehen haben. Okay, da hatten wir auf jeden Fall noch gut was drin. Und da oben hat auch noch was geglitzert. Komme ich da irgendwie eigentlich nach oben hin? Irgendwo rüber, oder? Hier über mir, überall glitzert was. Da, direkt zwischen den Balken. Aber ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit? Kann ich hier so hochklettern? Nee, das geht natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Absolut gar keine Ahnung, wie man hier hochkommen soll auf das Dach. Da gibt es bestimmt irgendwie so einen Geheimweg wieder, den ich einfach nicht gefunden habe. Oh, da hinten haben wir noch einen. Ach, der soll da hinten bleiben. Ist mir jetzt auch scheißegal. Wir gehen weiter. Fische von Lotz und Söhne. Ich höre was. Upper Warf. Worf Master. Okay. Da ist was zum Kaufen. Hier links komme ich, glaube ich, nicht durch die Dinger hier durch. Aber da ist immer was zum Looten. Aber hier ist nirgendwo eine Schaltung oder so, die ich aktivieren könnte. Was geht denn? Vielen Dank, Schwester. Danke, dass Sie uns gerettet haben. 200 Adam. Neues Plasmid. Was habe ich denn jetzt bekommen? Veranlasst ein Big Daddy, dich zu beschützen. Oh, das ist ja geil. Das werde ich mal im Sinne von Telekinese austauschen. Rufen Sie Big Daddy zu Hilfe. Er muss Sie nur für eine Little Sister halten. Dann kämpft er, um Sie zu schützen. Mr. B. Geh nochmal in die Genbank. Aber da hatte ich nichts Neues gefunden. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Wer knallt denn da wie in den Öra? Ah, verdammte Maschine in der Nähe. Nein. Oh, halt, Moment. Moment. Wartet. Halt mal, kann ich nicht mal eben hier so ein bisschen kurz meine Geschäfte abwickeln, bevor es weitergeht mit dem Kampf? Das wäre sehr freundlich. Danke, danke auch. Vielen Dank. So, ich bleib jetzt einfach mal hier in der Ecke stehen und ich sehe auch schon, dass wieder gut Zeit vergangen ist. Es geht immer wie im Fluge hier bei Bioshock. Ich bin selbst ein bisschen fasziniert. Fasziniert davon. Das war ein Big Daddy. Und diese ganzen Sachen hier irritieren mich hier. Das sehe ich jetzt auch noch auf. So, ich würde sagen, wir pausieren hier eben und wir sehen uns dann bei einer neuen Bioshock-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann, sage ich tschüss.